Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich höre es, tut Darko wieder die Felder bestellen. So, einmal reintappen. Das Eisen haben wir da. Das brauchen wir. Das braucht man. So. Tü. Sag Bescheid, wenn du die Öfen befüllt hast, dann kann ich ja pennen. Die sind schon an, also wir können uns hinhauen. Warte, ich komm. Aber als erstes, krieg ich meine Pickel. Sind schon wieder. Sind ist schon in deiner Kiste. Okay, dann kommst du jetzt mal zu mir. Und die Wölfe sind übrigens wieder frei, oder hier laufen jedenfalls zwei Stück rum. Ja, ich hab doch drei draußen rumlaufen lassen. Achso. Da. Und nimm das mal in die Hand. Hab ich aus der ersten Krypta mitgeholt. Die Ketten. Nice. Jetzt habe ich auch mein. Wir brauchen Feuer. Nichts Neues. Da ist jetzt in der Pfeilkiste definitiv einmal Holz drinne. So. Du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst. Als du erwachst, von einem großen Baum. Das sind unterschiedliche Texte. Dessen Blätter zum Himmel ragen. So, So. Da war das drinne. Echt nicht vermisst. Warum? Alter, stell dir das mal bei WoT vor. Ja, gut. Dass man nur so und so viel fahren kann und dann muss erstmal getankt werden oder so. Und dann brauche ich einmal Eloids. So. Was war das jetzt? Werkbankverbesserung. Das heißt. Kann man die an die Wand tackern? Nee. Die muss man natürlich hinstellen. Ja. Ah, es geht doch an die Wand.
So. Werkbank Stufe 5 freigeschalten. Und die Schmiede Stufe 6. Lohnt ja, sich auf jeden Fall. Hat ein bisschen übertrieben, aber egal. Das Obby kann wieder hier rein und das Holz kann wieder da rein. Deine Eisenpicke eigentlich auf Stufe 3? Nein. Was kommt da rein? Das kostet sich klar. Alles Stufe 1. Kein Essen mehr oder es müsste alles da drin sein. Ja. Insgesamt. Und wenn nicht, dann ist es alle halt. Also du kannst gerne was kochen. Das habe ich damit nicht gemeint, aber ich würde gerne. In welcher Kiste soll es denn sein? Ja, was suchst du denn für Essen? Irgendwas. Also ja, nicht Fleisch, das habe ich gefunden. Suppe, Marmelade. Da ist Wurst. Da oben ist nix. Da ist nix. Hier ist noch eine Marmelade drin. Ja, dann haben wir nichts mehr. Oben zweite von links ist eine Marmelade drin. Na gut, dann. Kessel. Was wollte ich denn jetzt machen? Uralten Rindenspeer, nee. Genau, das wollte ich testen. Kommt man mit den Bronzenägeln durchs Portal? Weil wenn ja, machen wir das eine Boot hier kaputt und baut es drüben wieder auf. Alles klar. Wir bauen das Boot dann hier ab, gehen durchs Portal und bauen es dort wieder auf. Man kommt mit den Bronzenägeln durchs Portal. Wow. Ja, einfach gemacht, würde ich sagen. Boah, ich hoffe, es gibt irgendwann einen automatischen Kessel oder so. Nee, den wird's nie geben. Oder einen Fünffachkessel, sagen wir so, dass man nur einmal für fünfmal. Glaubst du doch selber nicht. Auf jeden Fall. Wäre besser, weil ja, das will ich nicht ewig tun müssen. Ja, wird aber nicht anders vonstatten sein. Früher mussten haben so alles von Hand einzeln gemacht. Obwohl kochen kannst du auch in großen Mengen. Das musst du nicht immer einzeln machen. Aber du kochst auch bloß so viel, wie in den Kessel reinpasst. Und wenn von dem Essen dort nicht mehr reinpasst, dann ja. Holt man sich einen größeren Kessel und das meine ich ja. Dann schreibt die Entwickler an. Beschwer dich. Ich weiß nur, dass auf der Map der Norden und Süden noch nicht implementiert sind in das Spiel. Da kommt noch einiges. Wo war denn das? Da. Braucht man 40 dafür. Kriegt man das hier noch hin? Eigentlich ist es verboten, wenn ich mir einen Autoklicker einstelle. Ja. Nee. Vor allem, du fragst sowas mitten in der Aufnahme. Ich würde gerne wissen, dass es mich ankotzt, jetzt 4 Stunden lang zu klicken. Ich muss auch jedes Mal klicken hier an den Öfen und beschwer ich mich.
Also irgendwie kannst du ja wenigstens Klick spammen. Hier muss ich einmal klicken, warten. Klicken, warten. Ja, wie an der Werkbank, wenn du was herstellst. Ja, genau. Da kotzt es mich genauso an. Federn, 4 Hirsch für 20 Edelholz wären das. 20 Edelholz. 4 Hirschfell hatte ich gesagt. 4 Hirsch, ich glaube 20 oder 40 Federn. Wo ist er denn? Da. 20 Federn und 40 Eisen. Eisenpfeile willst du dir herstellen? Ne, da haben wir ein paar. Ich mach für uns beide einen Bogen. Da brauchen wir einen Pfeiler für? Yep. Zumindest für den hier. Reicht noch nicht ganz. Fehlen noch 14 Eisen, aber die haben wir ja noch. Das ist nicht das Problem. Ach, und wo, ich hoffe, du magst Karottensuppe. Du wirst in naher Zukunft nichts anderes essen. Ja. Klar, warum nicht? Wir haben auch mehr als genug Beeren, also Marmelade und Wurst haben wir auch mehr als genug. Also, das reicht ja vollkommen aus. Ja, weil ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks Karottensuppe gemacht. Ja. Und jetzt kommt halt noch die Marmelade drum. So, noch 10 Eisen und dann haben wir jeder 9 Bogen. Warum? Okay, wir müssen mit dem Boot zurückfahren. Ich kann es nicht kaputt machen. Wow. Meinst hinfahren, nicht zurückfahren. Zurückfahren müssten wir so. Ja, so. Für mich ist es zurückfahren. Ich bin jetzt zur Base hingefahren und fahre dann zurück. Nee, die Base ist immer der Ausgangspunkt. Bei mir nicht. Sollte sie aber sein, wenn du dich mit anderen Leuten unterhalten willst. So. Das da. Ach, und durch die Ketten können wir uns jetzt einen Kronleuchter in die Base bauen. Wir werden voll die Wikinger-Snobs. Das dürfte keinen Schaden genommen haben. Nö, alles supi. Schon nur die anderen zwei Tore so machen. Ach, da kommt das Eisen rein, hier kommt die Kohle rein. So, Jägerbogen. Eins. Zwei. Kommen Sie her, junge Frau.
Bitteschön. Stechen 42. Stechen, der ist. Ich habe einen Level 4 Edelholzbogen und der Stufe 1 ist besser, auf jeden Fall. Joa, Haltbarkeit 250 und der hat 100. Ja, gut, den müssen wir noch aufwerten. So, packe ich den da schon mal weg. Der kommt dahin. Alter, hier liegt das Harz rum und wir haben's nicht. Irgendwann bringe ich Darko dafür um. Was denn? Was denn? Was? Du hast Harz weggeschmissen im Haus. Nö, nicht weggeschmissen. Planmäßig damit gerechnet, dass du es aufsammelst. Mhm. Nein, das habe ich weggeworfen wegen zum Kochen, weil ich kein Platz mehr hatte. Habe ich vergessen, wieder aufzusammeln. Frage, soll ich schon los mit dem Boot? Das dauert ja schon. Warst du dort schon in der Ecke? Kommt halt darauf an, wo du hin willst. Das ist mal eine zweite Frage. Eisenfarm, Kryptas, also da, wo ich halt schon war. Würde ich sagen. Warte mal, ich kann einfach das Bild öffnen, was du mir geschickt hattest. Ja, du brauchst bloß durchs Portal gehen. Stimmt. Darko, Darko, Darko. Ah, das. So. Okay. Ach schon. Warte mal, willst du deine Picke vor noch auf Stufe 2 upgraden? Kann ich gerade auch. Wir haben genau 10 Eisen dafür. Ich habe meinen auch gerade geupgradet. Du liegst dann vor der Werkbank, brauchst du bloß noch eben so einen großen Holzstamm. Edelholz meinst du, glaube ich. Nee, das aus der Dings, aus dem Dunkelwald. Edelholz ist ja das andere, aus was man aus der Buche bekommt. Oder Birke. Was auch immer. Und nimm Gegengift mit. Also die Frage. Da ist kein Holz. Gegengift mitnehmen. Ja, habe ich noch. Dann hole ich mir gleich noch was zu snacken. Und. Ja, dann könnte ich eigentlich schon mitkommen. Also. Ja, dann warte ich. Jupp, weil ich kann nicht gut dirigieren, weil ich ja dort schon aufgedeckt habe. Zehn Karottensüppchen. Das ist genug Marmelade. Ich glaube, von beiden reicht es erstmal für heute. Und noch ein paar Würstel packe ich mir ein. So. Rüben, hattest du die auch abgeerntet? Ja, hättest du ja Rüben-Eintopf auch noch machen können. Ja, nur. Nee. gucken. Pfeil habe ich 79. Hammer habe ich dabei. Picke, Picke, Bogen, Axt, Fackel, Gegengift. Yo. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt hier die Folge und werden offscreen ganz in Ruhe das Eisen abfahren, weil das ist wirklich viel. Und guck, ich habe perfekt eingepackt mit dem Boot. Kannst du sagen, was du willst? Ich muss überschreiten. Hast du einen Hammer zufällig? Ich habe einen Hammer dabei, ja. Rechts von dir, genau der Pfosten da, der ist sehr, sehr grün. Rechts hinter dir, umdrehen, noch ein Stück. Hä? Spring einfach auf das Floß. Spring einfach auf das Floß, bitte. Von dort aus siehst du das. Floß! Ist das für dich ein Floß? Hä?
So, und dann der vorderste Stützpfeiler. Ja. Ja, das Wasser hält. Aber hey, es braucht nur noch die Stützpfeiler repariert werden. So, warte. Das. Da sage ich dir, wann ich das Ruder übernehme, weil wir nicht direkt bis zum Portal paddeln werden. Okay. Jo, dann werde ich jetzt die Folge hier beenden. So, wir haben jetzt einen fetten, geilen Bogen, der hoffentlich abgeht wie Sau. Eisenpicke ist geupgradet. Jetzt werden wir offscreen Eisen farmen und durchbrennen. Und wenn dann alles erledigt ist, gibt es die nächste Aufnahme, wo wir uns weitere Eisensachen herstellen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.